Moin ihr Lieben, wir kommen heute zu einem etwas anderen Video, denn ich habe mir, als ich euch letztens gefragt habe, wie eure Pferde denn so im Winter stehen, ob ihr spezielle Winterweiden oder nur Paddocks habt, mir mal selber darüber Gedanken gemacht, was wäre so mein Traumstall? Wohin soll die Reise gehen und wie möchte ich meine Pferde langfristig halten? Es ist so, dass bei uns in der Umgebung nicht unbedingt viele Ställe im Angebot stehen und ich sehr zufrieden bin da, wo ich jetzt bin. Aber auch ich habe Wünsche und Träume und möchte euch jetzt anhand verschiedener Bilder, die ich mal so rausgesucht habe, euch zeigen, wie ich es am liebsten hätte. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie ihr das so findet und freue mich dann natürlich auch auf eure Kommentare, wie euer Traumstall aussehen würde. Bei der Suche nach Fotos bin ich auf Luxusställe gestoßen. Da ist mir meine Kinnlade bis auf den Boden gefallen. Ich war echt sprachlos. Kronleuchter, das beste Holz, Fliesen, wunderschöne Stallungen mit perfekt verlegten Boden in verschiedenen Mustern und ich war echt sehr, sehr erstaunt, was alles möglich ist. Da ich euch aber einen halbwegs realistischen Traumstall zeigen wollte, wo ich auch wirklich die Hoffnung und auch den Wunsch habe und darauf hinarbeiten möchte, dass meine Pferde irgendwann so stehen, habe ich gedacht, solche Bilder kann ich jetzt hier nicht zeigen. Da ich auch finde, dass sowas total unnötig ist. Natürlich, wenn man das Geld hat und das Geld keine Rolle spielt, ist das alles möglich, aber mir ist erstmal wichtig, dass die grundsätzlichen Sachen vernünftig sind, hell, geräumig, luftig etc. Und dann muss es eigentlich auch gar nicht noch luxuriöser werden. Ich werde jetzt gar nicht lange weiterschnacken und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich werde mich ja so Schritt für Schritt durch meinen Traumstall arbeiten. Fangen wir aber erstmal dabei an, wie so ein Stallgebäude ungefähr aussehen könnte. Hier seht ihr jetzt einmal eine Grafik von einer Stallung, die zu beiden Seiten Paddockboxen hat. Und darauf werde ich auch gleich noch kommen, denn ich finde dieses System eigentlich sehr, sehr cool und finde auch diese Art von Stall toll. Natürlich braucht man den Platz, aber es geht ja hier auch um meinen Traumstall. Und mein Traumstall hat zu beiden Seiten Ein- und Ausgänge. Also, dass man einmal komplett durch die Stallgasse durchlaufen kann und dann zu beiden Seiten diese Paddockboxen. Selbstverständlich bin ich für keine komplette reine Boxenhaltung. Das würde ich auch gerne jetzt schon geändert haben. Aber ich bin trotzdem dafür, dass meine Pferde im Winter zum Beispiel nachts in den Boxen stehen. Oder wenn ein Pferd verletzt ist, ist man auf Boxen angewiesen. Und deswegen möchte ich gerne so helle, große Boxen, die nicht komplett vergittert sind, wie diese hier. Die Pferde können in eine breite Stallgasse gucken. Denn auch eine sehr, sehr breite Stallgasse wäre mir wichtig, damit man die Pferde, die man durch die Stallgasse führt, nicht ganz so dicht vor den anderen Pferden langführen muss. Denn das kann auch schon hin und wieder mal zu kleinen Konflikten führen, weil die Pferde doch nicht unbedingt alle sich verstehen und wenn man wirklich so ganz fies, ganz dicht an der Stallung langläuft, gibt es auch schon mal Pferde, die eben rausschießen und beißen wollen. Daher ist mir eine breite Stallgasse sehr wichtig. Hier seht ihr einmal eine Ansicht von oben, wie ich mir die Wände zwischen den Boxen vorstelle. Hier seht ihr, es ist zwar ein Gitter, aber es ist nicht komplett zu, weil ich finde es schon wichtig, dass die Pferde sich auch sehen können. Sie sehen sich aber dann ja auch draußen nochmal auf den Paddocks, die ich gleich auch noch zeigen werde. Aber das besonders coole finde ich hier, dass an der, hier sehen wir jetzt eine Tränke, auf der anderen Seite wird die Futterkrippe sein, dass man hier die Wand hochgezogen hat. Gerade beim Füttern kann es doch nochmal zu kleinen Rangeleien in den Boxen führen. Also ich habe es mit meinen Stuten, die haben zwar ihre Tröge ja mit einem riesen Abstand, weil die immer auf der rechten Seite platziert sind, trotzdem meinen sie immer an die Zwischenwand zu schießen und sich anzuzicken. Das sind halt einfach manchmal Stuten. Hier finde ich es ganz gut, weil sie eben nicht komplett miteinander dann konfrontiert sind. Hier sieht man dann auch, wo es zu den Paddocks rausgeht und mir gefällt, wie hell und offen das ist und dass man einmal komplett auch durch die ganzen Boxen durchgucken kann. Nun zu den Paddocks. Also ich möchte, dass die Paddocks vernünftig eingezäunt sind, wie hier. Ich hatte Sammy auch schon zwei
mal in Stellen stehen, wo Paddocks waren, einmal mit Sand und einmal hier mit so einem Boden. Ich finde solche Gummiböden eigentlich sehr, sehr gut. Man kann sie super sauber halten und sie sind sehr gelenkschonend und man kann auch im Winter dafür sorgen, dass sie eben nicht zu glatt sind. Und beim Sandpaddock kann es dann halt eben auch mal sein, dass der sehr uneben wird. Und auf so einer kleinen Fläche finde ich es dann gefährlich, wenn die Pferde den Boden nicht genau taxieren können und dann in diese tiefen Löcher treten. Außerdem gibt es Pferde, die dann wirklich die ganze Zeit buddeln und das Problem hat man mit Gummimatten eben auch nicht. Es ist bei Paddockboxen natürlich so, dass die Pferde sich wirklich verstehen müssen, denn sonst können Paddockboxen richtig viel Stress verursachen, auch fürs Pferd. Und die Box soll ja der Platz sein, wo Pferde sich auch wohlfühlen, denn es ist ja sowieso schon so, dass die Boxenhaltung allgemein nicht optimal ist, aber mir geht es ja auch nur um die Boxenhaltung in der Nacht, im Winter, im Sommer möchte ich meine Pferde auch gerne in Teams draußen haben, aber da sollten doch die Partner sich schon sehr gut verstehen, damit sie sich auch über den Zaun drüber hinweg kraulen können und ja, sich nicht angiften, weil ich habe nämlich das auch schon gehabt, dass Sammy einen Paddock-Nachbar hatte, der ihr auch sogar die Decke kaputt gemacht hat und sowas und das bedeutet natürlich unnötigen Stress fürs Pferd. Bevor wir gleich zu den richtigen Paddocks und Weiden kommen, möchte ich nochmal im Stall bleiben und euch das coolste Stübchen zeigen, das ich jemals gesehen habe. Das Besondere daran ist, nicht die luxuriöse Einrichtung, die man natürlich auch noch ein bisschen dezenter gestalten könnte, sondern dass man Schiebetüren öffnen kann und dann in die Reithalle runtergucken kann, dem Training lauschen kann und einfach näher dran ist. Das finde ich gerade als YouTuber, der gerne mal sein Reiten auch gefilmt haben möchte, total cool, weil man die Kommentare vom Trainer dann vielleicht auch sogar mitbekommen kann. Hier sehen wir dann den Blick in die Reithalle, wie ich es mir vorstellen würde. Eine große, helle Reithalle, wo man viel Platz hat, auch im Winter ein Parcours aufzubauen. Denn als Springreiter ist man im Winter ein bisschen eingeschränkt mit 20x40 Hallen. Deswegen brauche ich eine große Halle mit einem sehr, sehr guten Boden. Am liebsten mit der Ebbe- und Flutbewässerung, damit der Boden immer schön feucht und fest ist. Und das wäre mir sehr, sehr wichtig. Und ich finde diese Halle auch einfach sehr offen und schön. Ich binde meine Pferde gerne beidseitig an. Da habe ich zum einen die Möglichkeit, von beiden Seiten gut ans Pferd ranzukommen, ohne es immer hin und her zu schieben. Andersrum müssen die Pferde nicht mit dem Kopf vor der Wand stehen. Und hier sehen wir einmal einen Putzplatz, wie ich das super cool finde. Die gucken in die Stallgasse rein, sie können alles überblicken. Hier ist auch noch nebenbei der Waschplatz. Und genau so möchte ich gerne meine Anbindeplätze. Und ich stand auch schon in Stellen, wo das so war. Und ich fand das wirklich sehr angenehm. Ein bisschen Wellness darf natürlich auch nicht fehlen. Ich mag Solarien sehr gerne, einmal um das Pferd auch vor dem Reiten warm zu machen, beziehungsweise die Muskulatur warm zu machen, aber auch um nach dem Reiten einfach so ein bisschen das Wellnessprogramm zu bieten und Pferde, die man dann im Winter nicht schert, kann man dann auch so noch ein bisschen schneller trocken bekommen. Der wahrscheinlich luxuriöseste Wunsch, den ich an meinen Traumstall hätte, wäre diese Sattelkammer mit diesen tollen Möbeln. Das sieht so schön aus, so ordentlich. Alles ist in Schränken verstaut. Da ich ja sehr viel Wert auf meine Ausrüstung lege, würde ich mir natürlich auch den kleinen Wunsch erfüllen, dass meine Ausrüstung sehr, sehr gut gelagert ist. Dann wären wir soweit auch im Stall schon fertig und ich zeige euch mal, was für Paddocks ich mir vorstelle. Hier seht ihr dieses große Paddock-System, wo Pferde miteinander stehen können, aber auch, wenn es nicht anders geht, einzeln. Sie können sich aber hier Heuraufen teilen, haben also den ganzen Tag Heu. Den Boden möchte ich so haben, dass der auch im Winter super zu benutzen ist. Also es gibt bestimmte Böden, die man auch im Winter komplett immer verwenden kann, immer nutzen kann, diese Paddocks. Ich finde auch wichtig, dass Pferde in Konstellationen zusammenstehen, die länger bestehen, also lieber nur in Zweierteams, aber dafür für viele Jahre, als dass man 5 Pferde zusammenschmeißt, die das vielleicht gar nicht gewohnt sind mit der Herde. Das ist auch so ein Thema, was mich bei Offenstellen oft stört, dass man einfach sagt, ja, tu doch dein Pferd in Offenstall, das ist viel besser. Es ist nicht immer besser. Natürlich ist ein Pferd, das in einer sozialen Konstellation, die gut funktioniert, aufgehoben ist, ist das Allerwichtigste. Viel Auslauf, viel draußen sein ist super wichtig. Also versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Offenstelle. Ich habe nur was dagegen, dass man so sagt, stell dein Pferd in Offenstall. Denn es gibt nicht den Offenstall. Ich habe letztens einen super coolen Bericht darüber irgendwo auf Facebook gelesen, wo jemand das Thema angesprochen hat, wenn Leute sagen, mein Pferd ist nicht offenstalltauglich. Denn oft sind Offenstelle
nicht dafür geeignet, da mehrere Pferde, die es nicht gewohnt sind, in einer Herde zu stehen, überhaupt zusammenzustellen. Und deswegen finde ich es besser, lieber Zweier-Dreier-Teams zu haben als eine große Herde, aber dafür stehen die auch langfristig zusammen. Sammy war in einem Offenstall und da war sehr viel, ja, Kommen und Gehen und das hat für sie so viel Stress bedeutet, dass sie abgenommen hat, super aggressiv wurde. Also Sammy, die war so aggressiv, die hat andere Pferde durch den Zaun geschickt und hat dabei auch das ein oder andere Pferd verletzt und das ist eigentlich nicht ihre Art, aber für sie war das System, wo sie stand, leider nicht das Richtige. Es gibt bei uns in der Nähe aber nicht viele Ställe, die überhaupt sowas anbieten. Ich glaube eigentlich nur diesen einen. Und von daher konnte ich Sammy da leider nicht länger stehen lassen und sie ist jetzt tatsächlich glücklicher und zufriedener und ich kann bei mir halt im Stall dafür sorgen, wie viel mein Pferd rauskommt und das ist natürlich auch sehr, sehr gut und natürlich würde ich am liebsten, dass die beiden, also Holly und Sammy und Carlson und Palou immer draußen stehen im Sommer, aber im Moment ist das noch leider nicht möglich. Ich hoffe, ich zettel hier jetzt keine Riesendiskussion an. Ich glaube, ihr wisst, dass ich das Beste für meine Pferde möchte und ihr wisst das vielleicht auch selber, ihr habt vielleicht auch ähnliche Situationen, dass man nicht unbedingt den perfekten Stall in seiner Nähe hat. Ich bin ja auch schon umgezogen, stand schon in anderen Städten, wo es dann auch wieder andere tolle Ställe gab, wo ich etwas mehr hatte oder etwas weniger hatte. Aber ja, es ist jetzt hier gerade mein Traum und irgendwann hoffe ich, dass ich meinen Pferden auch diese Art von Haltung ermöglichen kann. Kommen wir zu den Weiden und ich stelle mir riesen Weiden vor, wo die Pferde drüber galoppieren können, wo schönes Gras drauf ist, die gepflegt sind, wo man da regelmäßig für sorgt, dass die ganzen Disteln rausgezogen werden und dass sie regelmäßig abgeäppelt werden. Das sind für mich Traumweiden. Und hier sehen wir auch schöne Zäune, die Wege dahin sind vernünftig. Da ich aber möchte, dass meine Pferde auch viel draußen stehen, gerade im Sommer, sie würden jetzt nachts vielleicht nicht auf der Weide stehen, sondern dann aufs Paddock kommen, damit sie eben, gerade Sammy darf eigentlich gar nicht so viel Gras, da muss man sowieso mal ein bisschen gucken. Aber trotzdem möchte ich auf den Weiden Unterstände haben, die ungefähr so aussehen, natürlich noch mit der einen Tür raus, damit die Pferde rein und rausgehen können, ohne sich da irgendwie dann, ja, bedrängen zu können. Und ganz wichtig ist mir natürlich, dass da fließend Wasser in Tränkenform in diesen Unterständen zur Verfügung steht. Und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn diese Unterstände auch wie hier auf einem speziellen Boden sind, der nicht so schnell durchmatscht, weil vor diesen Unterständen ist sonst oft immer ganz viel Gematsche, weil die da so viel rein und raus laufen. Deswegen würde ich die Unterstände auch auf einem Boden platzieren, wo nicht so schnell diese Matschbildung entsteht. Wir nähern uns so langsam dem Ende von meinem Traumstall. Ich zeige euch aber jetzt nochmal, wie ein Springplatz aussehen könnte, wenn ich ihn mir ja in meiner Wunschvorstellung bauen darf. Er soll vor allem groß sein, einen tollen Sandboden, der wirklich gelenkschonend ist, tolle, vernünftige, sichere Sprünge und einfach ja so ein bisschen internationales Feeling von den Maßen her. Es ist einfach schön, auf einem großen Platz zu trainieren. Ich hatte schon mal das große Glück, in einem Stall zu stehen, wo ich einen riesengroßen Springplatz hatte. Und man kann ganz anders mit seinen Pferden arbeiten, richtig zulegen, abfangen. Man hat einfach so viel mehr Möglichkeiten, auch mit dem Parcours-System was Cooles zu bauen, lange reinzubauen und sowas. Deswegen wäre mir ein großer Springplatz mit sehr gutem Boden sehr wichtig. Um beim Training zu bleiben, ich finde es cool, wenn man die Pferde auf sicherem Boden mal richtig galoppieren lassen kann. Im Gelände ist es ja immer so ein bisschen, da muss man die Wege kennen, um zu wissen, ob man mal galoppieren lassen kann. Deswegen würde ich mir wünschen, ums ganze Gelände eine Galoppbahn zu haben, auf der man richtig Gas geben kann oder auch einfach ganz entspannt Schritt reiten kann. Auch wenn meine Pferde viel draußen stehen werden und ich sie abwechslungsreich trainieren werde, finde ich eine Führanlage trotzdem noch ein besonderes Extra, denn Pferde in einer Führanlage Schritt laufen zu lassen, ist sehr gleichmäßig und das ist sehr, sehr gut für den Bewegungsapparat. Denn Pferde, die wir so für uns halten, auch wenn sie den ganzen Tag draußen stehen, stehen viel an der Heuraufe, sind viel am Fressen und so hat man einfach nochmal mehr Bewegung im Pferd. Ich habe Sammy auch schon in der Führanlage, also in einem Stall gehabt, wo sie regelmäßig in der Führanlage war und ich habe einfach gemerkt, dass es ihrem Bewegungsapparat super gut getan hat. Das Besondere an dieser Führanlage ist, dass sie oval ist. Das soll sogar bewiesen sein, dass das Gelenk schonender ist, da die Pferde nicht in einem engen Kreis laufen, sondern auch Geraden haben. Und überdacht sollte sie sein, damit ich sie auch ganzjährig nutzen kann.
Wir sind eigentlich schon am Ende. Für mich ist jetzt noch das A und O gutes Heu und gutes Stroh. Denn das Raufutter, damit steht und fällt vieles. Der Stoffwechsel eines Pferdes kann so schnell durcheinander gebracht werden. Von daher ist die Heu- und Strohqualität sehr wichtig für mich. Das Heu würde ich am liebsten sogar selber machen, damit man einfach die Weiden vor Mähen kontrollieren kann, damit da eben keine Zäune oder sonst was mit eingepresst werden. Und dann sind wir jetzt einmal komplett über meinen Traumhof gegangen. Ich finde, es ist natürlich schon ein sehr großes Träumchen, aber es ist gar nicht so unrealistisch und ich möchte wirklich darauf hinarbeiten. Und ich möchte darauf hinarbeiten, dass meine Pferde wirklich irgendwann in einer solchen Art von Stallung gehalten werden, weil ich das schon sehr, sehr pferdegerecht finde, sehr hell, sehr offen und auch die Trainingsbedingungen optimal sind. Und jetzt legt los, haut in die Tasten und schreibt in die Kommentare, wie euer Traumstall aussieht, wie ihr meine Vorstellung findet. Bleibt konstruktiv, ich bin gespannt, in welche Richtung eure Wünsche gehen. Und dann verabschiede ich mich jetzt hier. Wir sehen uns hoffentlich am Samstag um 11 in meinem nächsten Video wieder. Und wir werden dann aber schon in England sein. Mehr dazu erfahrt ihr auch noch auf Instagram und Snapchat. Aber es werden natürlich auch viele Videos von unserer Reise folgen. Bis dann. Tschüss.